Während des Streamen haben wir einen Hilferuf vernommen, und zwar von Joecraft. Der Gute ist in einer Bastion gestorben und hat seinen ganzen Loot fallen lassen. Deswegen machen wir heute in Craft Attack eine Rettungsmission. Also bewertet den Part und viel Spaß. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, da verpasst ihr auch nichts mehr. Öffne den Discord. Jetzt haben wir nur noch 90 Sekunden gleich, wenn wir fertig sind. Die Rüstung, die spawnt. Okay, bin da, warte. Craft Attack. Hallo? Peter, ich grüße dich. Hallo. Wo muss ich hin? Du müsstest im Shopping District einfach dieses Portal benutzen. Kannst du im Discord eine Übertragung machen? Weil wir das Problem ist, du hast nicht viel Zeit. Wenn du angekommen bist bei dem Ort, eine Minute, maximal zwei Minuten, dann despawn die Items. Achso, warte, mache ich. Ich schicke dir mal, hast du eine Minimap? Hast du die Xero Minimap? Ja, die habe ich. Okay, das ist gut. Bevor ich dir die Koordinaten gebe, lohnt sich dich eben an das richtige Portal. Du müsstest im Shopping District einmal das Endgateway nutzen, was Spark eingerichtet hat in die ferneren Länder. Okay, warte. Ich bin ins. Portal benutzt. Also, du meinst dieses Endgateway-Ding, ne? Ja, genau. Ich sehe es, perfekt. Dann einmal dadurch das Portal, genau. Ist in der Hölle. Jetzt bin ich drin. Ja, perfekt. Also, dann nehme ich dir mal kurz den Waypoint. Okay. Confirm. So. Wenn du dich diesem Gebiet näherst, es wäre gut, wenn die Chunks noch nicht zu weit geladen sind. Du musst erstmal in diese Richtung hinfliegen. Du musst möglichst weit unten sein, auf der Lava. Also ja. Es wird auf Bodenhöhe der Lava sein. Die Nether-Bastion, die ist in diesem Bereich. Ja, 2.500 Blöcke, ne? Ja, das ist ein bisschen weit. Ich habe nach einer Schallplatte für Sebo tatsächlich gesucht. Und ich hatte nicht gewusst, wie brutal schwer die Nether-Festungen sind. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Also, ach so, okay. Also diese Viecher mit der Axt, ne, die one-shotten dich mehr oder weniger. Und das hat mich halt leider, eins hat mich in Lava reingedrängt und dann mitten in der Lava abgeschlachtet. Und da war halt aus mit lustig. Oha, das heißt, der steht noch da? Ja, kann sein. Aber ich habe jetzt kein Schwert mit, ist das Problem. Du hast eine Axt mit. Genau. Aber du hast Fire Resistance, sehe ich, ne? Ja, habe ich mit. Wie lang läuft der Effekt? 3 Minuten. Okay, so. Vergiss nicht, du musst auf Lava-Höhe sein nachher. Das ist nämlich relativ weit unten. Die Nether-Bastion, die besteht ja aus verschiedenen Stockwerken, aber du willst gleich direkt nach ganz unten gehen. Das sind so Kampffelder. Okay, hört sich gut an. Das Problem ist, ich habe ein bisschen viel rumgejammert, als ich dann gerade da war. Und das bedeutet, dass ich viel Zeit verstreichen lassen habe, in der die Items getickt haben. Mein Cam-Account stand dann noch gut 3 Minuten. Also deshalb nehme ich an, dass es nicht mehr lange dauert, bis die despawnen. Aber jetzt wird's spannend. Genau, versuch mal auf Höhe der Lava zu bleiben und nähere dich dem weiter an. So, genau, jetzt kriegt ihr, das ist die Bastion. Jetzt versuch mal auf den Boden zu kommen. Also geh mal da rein und durchgehen und geradeaus weiter. Versuch mal bis auf den Boden zu kommen. Einfach geradeaus weiterlaufen. Da ist ein Lavasee. Da kannst du auch. Also da müsst du immer weiter nach unten kommen können. Ah, jetzt sehe ich's. Genau. Oh ja. Oh mein Gott, das ist es. Da. Wow! Vorsicht, Nebi! Hinter dir ist der. Warte kurz einmal hoch. Hast du alle schon aufgesammelt? Ich bin einmal durch. Warte, ich guck mal. Ja. Ganze Rüstung, ja. Aber da müssen noch mehr, da müssen noch Schwert und so sein noch. Guck mal, ich glaube, eine Sache hast du noch nicht aufgesammelt. Guck mal, ob du das noch finden kannst. Okay, warte. Boah, das ist jetzt aber wild. Ja. Ich habe so einen noch nie in echt gesehen. Einfach wegrennen von dem Dinger oder haut ihn selbst in die Lava rein. Ich glaube, Lava interessiert den nicht so ganz, ne? Warte, wo war der Todespunkt? Genau, da. Hm? Du hast nicht mehr viel Zeit. Oh, perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Baby, du bist ein Meister. Warte, ich guck mal. Ah ja, das ist es. Krass.
Schwert, eine Spitzhacke und die Rüstung. Geil. Davy, du bist... Ja, Mann, ey, du bist meine Rettung, wirklich. Das war aber krass spannend hier. Jetzt brauche ich nur noch die Koordinaten zurück am besten. Ja, klar. Warte. Wenn du einen Moment wartest, kann ich die eben organisieren. Warte, Portal. Ich weiß nicht, welches Portal das ist. Es müsste... Mal gucken, das müsste das... Nicht das Portal... Gelb. Portal gelb. Das muss ich dir schicken. Okay. Aber der hat mir eine gegeben, ich war halb tot, ne? Das war echt krass. Ja, ne? Hast gesehen. Ja. Also, ja. Die klatschen nicht weg. Ich hätte nicht gedacht, dass die so stark sind. Das ist der stärkste Boss, oder einer der stärksten Mobs im Montagen in Minecraft. Ja, gerade auch schwer, ne? Die sind ja super stark. Und ich hatte auch gar keine Rüstung an. Ich hatte nur eine Elytra an. Das muss ich ja nur noch zurückkommen. Jetzt, ja. Zack, war ich meine, tot. Als großes Dankeschön für deine Hilfe. Ich habe ja gehört, du willst ein paar Fallen in deine Base bauen, ne? Ja, durchaus, genau. Und Türen. Und ich beherrsche mittlerweile die Pufferfischtechnik ganz gut. Einfach quasi, da siehst du nichts, ne? Ja. Und wenn du da irgendwo einen Gang hast, wo sich einfach mal plötzlich was öffnen soll, ne? Ja, dann sagst du mir mal Bescheid, ich würde dir gerne das einrichten. Da helfe ich dir gerne bei, da einen kleinen Schabernack zu machen oder sonstiges. Ja, nehme ich gerne an, dann auf jeden Fall. Während ich hier zurückkomme, ne? Ja. Das ist ein Kinderspiel für einen Meister wie dich. Abend gerettet, ehrlich. Sehr gut. Aha. Du hast jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, den Slime-Shop annektiert, ne? Ja, wollte ich schon die ganze Zeit machen. Und ich habe auch schon eine Slime-Farm schon seit Wochen. Und jetzt habe ich da einfach mal ein bisschen Slime reingetan. Wird aber noch billiger werden. Also ich habe jetzt erstmal nur was reingemacht. Alter, ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass ich die Rüstung noch wieder kriege. Hast du eine zweite Elytra, die man sich mal leihen kann für Elytra-Suche? Ja, ich habe noch eine. Also meine Notfall-Elytra. Perfekt. Darf ich mir die leihen? Ja, klar. Wieder zurück. Ich würde dir sogar auch die Verzauber zurückgeben. Also ich würde sie einmal komplett fertig machen. Refreshen und dann eine Elytra suchen. Alles, genau. Und dann Elytra suchen. Oh, das... Okay, das ist wirklich cool. Boah, wie man hier sieht, dass das alles neuer Nether ist, ne? Überall gehen die Lavaflüsse nach unten. Ja, ne? Aber warst du schon mal in der Weltenborde? Da sind ein paar richtig coole Dörfer und sonstige Sachen. Also sehr, sehr geile Sachen zu finden. Ich glaube, ich hatte einmal bei dir eingeschaltet, als so ein fliegendes Dorf da war. Also genau an der Kante. Da war ich einmal. Das ist bemerkenswert. Warte, da komme ich nicht durch. Genau, Joe hat die Wahl. Rot, gelb oder grüne Kiste. Oh Gott. Du kannst es ja in deiner Kiste da vor der Insel tun. Stimmt. Solange die nicht zumachst, ist alles gut, glaube ich. Das ist halt so eine Billo-Falle, ne? Die ich mal eben dahin geschustert. Obwohl mal eben ist untertrieben. Das Loch nach unten hat doch gedauert. Ich habe die Folge tatsächlich jetzt auch gesehen. Ja, war nicht schlecht. Aber was ich Ehre finde, Davy, ist, dass du da Glas drauf gemacht hast. Also, das Ding ist, ich hatte die Raketen in meinem Inventar. Und du hast echt, wenn du da runterfällst, bist du so unter Schock, dass du gar keine Chance hast. Ja, genau. Also, ich wollte mir doch die Raketen schnell nehmen, aber... Ich dachte auch so, man kann ja auch landen da unten. Aber das ist halt super schwierig und gerade auch in dem Moment, wenn du halt runterfällst, dann ist es halt noch schwieriger. Oh Gott. Hast du angegriffen, wir müssen den mal schnell hier wegbringen. In Sicherheit. Oh. Boah, ich finde das krass, dass ich den Weg zu deinen Items so einfach gefunden habe. Jetzt zurück. Das war, hätte ich mir auch vorgestellt. Ich hätte gedacht, du kommst an und die Items, die spawnen. Ich glaube, ich bin gleich im Shopping-Distrikt dann, oder? Ah ja, du nimmst das Portal dann wieder zurück. Ah ja, okay. Genau. Ach hier, sehr gut. Also ich bin da, dann suche ich nochmal eben eine Kiste. Ah, da bist du, hi. Hey, Baby. Guten Tag. 1, 2, 3, 4, Leute, 5, Leute. 6. Warte, ganz kurz, Baby. Kannst du das einmal wieder zurücknehmen? Achso, ja. Warte, bevor wir mal kurz aufnehmen. Leute, wisst ihr, was richtig krass ist? Baby hat mir einfach mal angeboten, alles neu zu traden. Und guckt euch das mal an, Baby hat für mich ein ganzes Inventar neu getradet. Chestplate, Schuhe, Dings. Und du hast die sogar so benannt wie meine Sachen. Gibt's ja, gerne. Das denn? Aber Heiko hat dein Schwert Moment, Schwert. Moment, 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 nein, 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 nein!